So, hallo ihr Lieben, ich bin gerade in der Schweiz, in der Nähe von Bern und habe heute eine ganz, ganz tolle Dame getroffen. Die Raja kommt aus Finnland und die Raja hat Jesus lieb. Und ich habe sie gefragt, ob sie vielleicht ein paar Sätze ganz besonders an euch richten möchte. Und ich weiß, dass wir viele Leute dabei haben, die vielleicht mal im Gefängnis waren, die drogensüchtig waren. Ja. Und diese Frau hat so viel Liebe und so ein Feuer für Jesus. Was hast du den Leuten zu sagen? Ich habe etwas zu sagen, dass Jesus ganz neues Leben schenkt. Er tut nicht das alte Leben ein bisschen besser machen. Er gibt ein neues Herz. Er nimmt das steinerne Herz weg von deinem Herzen und gibt dir ein fleischernes Herz, was für Jesus fühlt und gern in seinem Wort lebt. Und zu ihm kann man so kommen, wie man ist, mit allem, was einem schwer ist, oh, mit Jesus, aller Schuld, allem ich Versagen. Ich sag dir, Jesus wartet auf dich heute. Jesus wartet auf dich, dass du kommst. Das ist sein Plan, weil er hat dich geschaffen. Er möchte mit dir Gemeinschaft haben bis alle Ewigkeit. Er liebt dich. Er liebt dich so, wie du bist. Er liebt nicht den Mist, was du gemacht hast, aber er liebt dich als Person. Und dann jetzt sage ich dir übrigens, guck, wie ich neues Leben bekommen habe. Ich hieß früher Raja Westmiller. Und nachher, wenn ich Jesus bekommen habe, habe ich gesagt, jetzt bin ich nicht mehr von Westmiller Familie, ich bin jetzt von Gott, weil Gott ganz neu macht. Und Jesus sagt auch einfach, dass in Petrusbrief sagt er, wie ich bin nicht mit Silbe oder Gold gekauft worden, wo meine eitele Wandel väterlicherweise, sondern mit dem heiligen Blut Jesus Messias. Und das Blut Jesus macht frei und das Jesus macht neu und ihr Blut macht auch heil. Weil Johannes der Täufer hat gesagt, seht das Lamm Gottes, das hinwegträgt die Sünde der Welt. Ja. Er hat die Sünden der Welt hinweggetragen. Also es war nicht ausgemacht, was sie sagt. Wir waren heute in einem Gottesdienst hier, waren so 120, 130 Leute da und die Raja und ich, unsere Blicke haben sich getroffen und da war sofort eine Sympathie da. Dann haben wir zusammen gegessen und die hat so ein Feuer und so eine Liebe und da habe ich sie gefragt, ob sie spontan euch etwas sagen möchte. Ja. Und das macht sie jetzt. Hast du zum Abschluss den Leuten noch was zu sagen? Ja, es spielt gar keine Rolle, wo du herkommst. Es spielt gar keine Rolle, welche Mist du gemacht hast. Spielt gar keine Rolle. Jesus liebt dich und möchte dich ganz neu machen für ihn selbst. Und dazu brauchst du nur Ja sagen und ganze Hingabe machen an Jesus Messias, dass der dein Herr wird und dein Leben wird neu und fruchtbar. Halleluja. Und ganz kurz noch meine Motivation. Ich denke an ein paar Leute, die ich begleiten darf. Wo ich weiß, sie haben vielleicht gar keine liebevolle Mama gehabt oder gar keine liebevolle Oma. Ja. Und die Raja so stellvertretend vielleicht, ja, für manche Mama, für manche Oma, die nicht da war. So ein gütiges Herz, so eine tolle Frau. Ja. Also ich wünsche jedem Kind eine Mama wie sie oder eine Oma wie sie. Ja, so wunderbar, ich hatte so eine tolle Gemeinschaft mit dir. Und ich habe dich zwar schon mal gefragt, hast du zum Abschluss noch was zu sagen? Machen wir nochmal einen Abschluss. Hast du noch mal was zu sagen, Raja? Ich habe noch zu sagen, wenn du jetzt nach wärst, würde mich gerade nehmen und dich ganz fest umarmen. Jesus hat aber ich bin da. Gottes Segen euch, gell? Tschüss.